Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rimwald. Ja, da sind wir wieder zurück bei Rimwald. Escape, so. Weiter geht's mit den Bauarbeiten, weiter geht's mit dem Leben hier auf. Ja. Weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Hat er überhaupt einen Namen gehabt? Egal. Oh Gott, wir haben so viel Reis. Oh Gott, wie viel! Oh Gott, da gehen sie so viele Mahlzeiten aus. Nun ja. Egal, wir kümmern uns mal jetzt drum. Wie schaut's hier aus? Die machen sogar noch weiter. Ach man, die hören nicht auf. Was ist hier los? Hier bauen sie auch noch fleißig. Also, die sind jetzt sehr fleißig. Muss man schon sagen. Die bauen jetzt hier mal wahrscheinlich alle Sesseln, die ich hier noch angeschafft habe. Genau. Was wird jetzt hier gemacht? Die tut mal Holz hacken. Das gefällt mir auch gut. Das gefällt mir gut. Das ist gut. Was ist da los? Ist doch irgendwas blockiert. Nein. Oh ja. Da. Nix gut. Nix gut wird blockiert. Ist nix gut. Schuh. Haben wir ein Messer? Wie viel Messer haben wir denn? Nicht viel. Kommt natürlich drauf an, wo macht man eigentlich? Wo macht man eigentlich Waffen nochmal? Wo wird das nochmal gemacht? Haben wir gemacht von hier? Ja, naja, fast. Oh. Lange befragen. Was ist denn mit der Forschung? Warum geht da nie was weiter bei mir? Das ist auch so eine Sache, die man denkt. Muss man da wirklich mehrere Forschungstische bauen, damit das geht? Ich werde es mal probieren und werde hier mal einen Tisch hinstellen. Und schauen, ob es klappt. I don't know. Ja. Gut, was hämmern die da rum? Hör mal, wer da hämmert. Wo ist eigentlich die Julie? Ach, die schläft. So, sonst passt eigentlich hier alles. Das ist eh gut. Hier natürlich den ganzen Reis, wo wir viel zu viel haben. Momentan unser Lagerraum, den werde ich hier machen, hier gerade größer. Dauert aber wie gesagt noch ein bisschen. Was ist mit dem Server? Server, okay. Hat er eigentlich schon was fertiggestellt? Nur mal so. Ja, hier eine Jacke hat er schon fertiggestellt. Heißt. Grill sollte jetzt eigentlich diese Jacke tragen. Wenn ich wüsste, wo es ihn gegeben hat. Ah, da. Mach noch bitte eine Jacke. Die Synergienjacke, die gibt es mir. Achso, hat schon angezogen, oder? Wer hat die überhaupt angezogen? Ich glaube, Kombra, oder? Ja, genau, Kombra. Der Grill kriegt die noch. Dann, wenn er Lust hat. Natürlich. Das sollte eigentlich verbrannt werden. Dann morgen automatisch. Schauen wir mal. Hier ist ein Stachelschwein. Gut. Passt. Stachelschwein ist glücklich. Naja. So glücklich man sein kann. Tötet einfach mal ein Tier. Wie schlimm. Das geht nicht. So. Schauen wir mal weiter. Die sind hier auch schon fast fertig. Machen natürlich noch viel mehr Holz. Was klar ist. Und werde ich, habe ich mir gedacht. Diese liebe Anbauzone ein bisschen vergrößern. Huch.
Moment. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Gerne. Dann gleich. Ich muss nur kurz. Da ein bisschen. Sachen vergrößern. So, was ist los? Born ist schon wieder bewusstlos. Ach Mann, dieser Born. Was ist mit Born los? Schlimm. Finde ich. Alter, der Drogenentzug wird bald vorbei sein. Schätze ich. Usen hat auch schon gemacht. Was ist los? Kriegt jemand das? Also, warum? Er hat auch noch eine Jacke, eine Falltier. Schlecht. Und die ist? Schäbig. Naja. Naja. Ich würde gerne mal sagen, es soll einfach nur. Stopp. Kann man nicht irgendwie hier irgendwie die Outfits verwalten? Genau. Neues Outfit. Also. Genau. Man kann nicht sagen, was, oder? Was sie tragen sollen. Schlimm. Kann man nicht auswählen. Naja. Und kann wieder laufen. Perfekt. Jetzt ist mal was oder so. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Stimmt nicht. Nee, eine Hose ist auch noch fertig. Perfekt. Also mal eine Mütze und ein T-Shirt. Skulptur herstellen ist auch fertig. Das ist auch gut, wenn das fertig ist. Hier haben wir keinen Strom. Nix Strom, was ist was da los? Müssen wir Strom verbinden? Strom im Kabel nach oben. So, wir haben Strom. Ist wichtig. Dass wir haben Strom. Was ist da los? Warum arbeitet da niemand? Was ist das? Heißt da unten beschäftigt? Achso. Oh. Tak, 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 tak. Biber! Warum sind denn immer die Biber, die wir. Ach so! Oh, Biber müssen wir ja töten. Alarm! Glaube ich zumindest. Naja, komm. Komm, wir können das ja schon. Wir sind ja schon geübt. Oh, wir nehmen noch einen Grill, nehmen wir noch mit. Den Grill, der kann das. Den Grill, der kann das, da bin ich mir sicher. So. Komm, nehmen wir mal alle nach oben. Also fast alle. Kommt! Kommt, meine Lieben. Beschissen. Jetzt los. Und du kannst ihn immer im Nahkampf angreifen. Bitte schön, los, zack. Du ihn hier im Nahkampf angreifen, los, zack. Keine Zeit. Nahkampf angreifen, komm. Ja, es ist echt effektiv, wenn man im Nahkampf angreift. Die sind einfach zu dumm. Komm, zack, im Nahkampf angreifen. Nahkampf angreifen. Nahkampf angreifen. Oh, greif zurück. Angriff der Biber. Dankeschön. Nimm sie vielleicht mit. Nein, nicht retten. Hallo? Töten. Sofort. Dankeschön. Stopp. Oh, nimm gleich mit. Hast du es auch gleich gemacht? Habt ihr noch? Töten. Wenn wir schon dabei sind, also nein. Nein, Eichhörnchen möchte ich nicht. Jetzt los. Oh, da liegt noch eine Waffe. Interessant. Ja, komm. Schau mal aus, komm. Kannst ihn tragen. Du bist auch fertig. Kannst ihn auch hier tragen. Komm, du bist auch fertig. Und du musst ihn auch tragen. Na gut. Wenn man dann Zeit ist. Vielleicht der Diver kommt.
Achso, da war. Bohren kann das machen. Wenn er will, muss aber nicht. Je nachdem. Wer Lust hat, der kann das dann nach oben tragen, wenn er möchte. So, da haben wir schon so viele Tiere drin, die Silber müssen sich jetzt um Schlachten kümmern. Es geht so nicht weiter. Das muss ich ja morgen sagen. Es muss schlachten. Morgen, weil jetzt ist. Es ist jetzt 12 Uhr? Oh. Gehen trotzdem schlafen. Irgendwie haben wir den falschen Rhythmus. Also ich glaube, es ist 12 Uhr Mitternacht oder wie? Hä? Wie haben wir es denn jetzt? Kennen wir nicht mehr aus. Ich glaube, die Uhr geht nicht mehr. Die Uhr ist hängen geblieben, die braucht neue Batterien. Ja, weil die geht nicht mehr. Okay. Batterie tot. Haben wir Uhr tot. Haben wir Batterien? Oh, voll ein Uhrensohn. Hey, geht eh. 12.05 Uhr. Na siehst du, man muss ihn nur beleidigen. Krankheit, Wundinfektion, Moon, was ist denn los? Oh Gott. Kratzer, Wundinfektion wird sich dann sofort gleich drum gekümmert. Wird sicher jemand machen, irgendein Freiwilliger. Hoffe ich. Weiß ich? Vermute ich? Bitte? Hilfe? Ah, okay. Danke. Okay. Wo ist denn Silver? Die schläft noch. Komm, schlaf nicht so lang. Strom. Brauchen wir natürlich auch noch hier auch noch. Bei Zeiten. Lebensmittelvergiftung. Och, die auch noch. Und dann bitte komm. Die geht langsam. Bisschen schneller. Stuhle, putz bitte. So, danke schön. Jetzt bist du mal priorisieren der Schlachten. T-Shirt wird auch noch beendet. Oh, noch was? Mütter. Okay, Mütter. Mütter ist noch übrig. Jetzt wollen wir das Schlachten ein bisschen priorisieren. Jetzt geht. Ah, jetzt macht sie das Schlachten, das ist gut. Dass das mal, dass sie ein bisschen leerer wird. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn das länger drin bleibt, aber meine nur. Das bei Zeiten dann kommt rein. Warum? Was ist los? Stammesbekleidung. Sieht das nicht? Oder kann man das hier nicht? Nee, Stammeskleidung. Nehmen wir auch nochmal zweimal. Bitte, danke. So, Stoff sollten wir noch ein bisschen was haben. Ja, 413. Das geht. Grill macht. Ach, ein Stoffsessel. Der ist noch nicht fertig, der Stoffsessel. Ach so. Stoffsladung Aufgabe beendet. Perfekt. Aber da Kelly. Okay. Kelly will das machen. Wenn sie meint. Ich will ja einen Diver setzen. Für die Mütze. Meine nur, aber. Machen wir kurz nochmal eine Mütze. Macht sie nämlich auch der Diver. Das geht's mir. Man muss ja manchmal im Leben Prioritäten setzen. Also, was ist eigentlich mit der Julie los? Die putzt mir ganz mehr. Also, merke ich gerade. Und wir sind die Julie. Waldarbeit. Nein, wieder reinigen. Das ist für mich wichtiger. Momentan, weil ich sieht ja wirklich nicht gerade so wirklich gut aus. Müsst ihr selber zugeben. Dagilia ist erfroren.
Ach so, ja, weil hier noch ein bisschen kalt ist, ja. Ist logisch. So, ich würde jetzt auf jeden Fall mal die Böden setzen. Wo haben wir sie? Böden. Und Boden. Der kommt nämlich hier hin. Ganz wichtig. Wird dann eh noch gemacht, aber wenn es dann soweit ist. Steuerung Solaranlage, okay. Friedensgespräche. Teddy, Ratsassistent der Lehrer, hat uns danach gesagt, er will sich mit uns zum Reden an einem nahen Ort treffen. Dieses kann eine große Möglichkeit sein, unsere Beziehung zu deren Fraktion zu verbessern. Wo ist das? Da? Friedensgespräche, ja, werde ich mir überlegen, ob ich es mache. Was ist denn da los? Warum wird hier nichts mehr gemacht? Also, ich meine nur, aber. Das ist ja langsam schon langweilig. Was ist mit dem Mond? Geht's eh gut. Geht schon, komm. Arbeite mal was. Ich will, dass das hier fertig wird. Die Kühlkammer. Ach so, oh. Dann schlaf, lieber. Homes kann die eigentlich bauen? Ich glaube nicht, oder? Homes, das ist seine. Ja, die kann nicht bauen. Ah, dann warte ich einfach, bis das fertig ist. Ja, wir haben leider nicht mental. Sonst wird es anders auch schon. Warte kurz. Grill ist an Malaria erkrankt. Stell sicher, dass du keinen Gang bei Darzerzocker für das Grill eine vernünftige Behandlung bekommst. Das schnell zu erholen. Holmes und Stachelschwein. Eine Malaria erkrankt? Wirklich? Mensch, das ist nicht gut. Muss man. Also, das war's. Ist behandelt worden. Okay. Wahrscheinlich jeder. Thomas, die legt dich hoffentlich auch gleich hin. Oder wurde die schon? Nein, die wurde noch nicht. Thomas, leg dich bitte kurz hin, kriegst eine Spritze und dann. Und dann geht's schon. Da komm, kriegst Behandlung. Mitobine hat auch eine Störung. Wird gleich behoben. So, gut, dann passt das auch alles und dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von Rimwelt. Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich klicke Speichern und du speichern. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.